Hallo und herzlich willkommen bei mir. Mein Name ist Bruno Burkhardt von Stamina Coaching Burkhardt. Schön, dass Sie sich für das Thema Coaching interessieren und sich ein paar Minuten Zeit nehmen für mein Video. Ich bringe Ihnen näher, wie Sie ganz persönlich für Ihre Lebensthemen von dieser Dienstleistung profitieren können. Und zwar beantworte ich die Fragen, was Coaching genau ist, welche Schritte man in diesem Prozess durchläuft und was die Unterschiede zu verwandten Formen wie Psychotherapie oder Training sind. Der Begriff Coaching wird heute ganz inflationär verwendet. Viele Menschen, die in einem bestimmten Fachgebiet ein Expertenwissen aufgebaut haben, verkaufen dieses Wissen an ihre Kunden und betiteln das als Coaching, also als eine Form der Wissensvermittlung. Das ist aber nicht das Coaching, welches im ursprünglichen Sinne gemeint ist. Aber dazu später mehr. Das Original-Coaching bezweckt etwas ganz anderes. Es will die Menschen in ihrer Entwicklung fördern, ihre Stärken, Fähigkeiten und Möglichkeiten sichtbar machen und lösungs- und zielorientiert belastende oder störende Problemsituationen auflösen. Das Coaching ist hierzu die strukturierte Gesprächsform, die als Rahmen für den Veränderungsprozess genutzt wird. Das Spezielle daran ist, dass der Coach seinem Kunden nicht einfach ein Lösungsrezept für das jeweilige Problem mit auf den Weg gibt, sondern dass beide gemeinsam den ganz individuellen und somit bestmöglichen Lösungsweg für den Probleminhaber, also den Kunden, entwickeln. Stellen Sie sich als Beispiel folgende nicht ganz so ernsthafte Problemsituation vor. Sie sind zu Hause und haben Hunger. Hunger ist also Ihr Problem. Pizza selber machen ist die perfekte Lösung für das Problem. Ihr Partner oder Ihre Partnerin will ebenfalls Pizza, aber eine andere, nicht die, die Sie gern wollen. Was nun? Zum Glück gibt es mehr als ein Rezept, damit man zu seinem Ziel, nämlich der Pizza auf dem Teller, kommt. Aber wie soll denn Ihre Pizza am Ende aussehen? Wie soll sie riechen, schmecken oder sich auf der Zunge anfühlen? Auf welche haben Sie Lust? Welche würde Ihre Bedürfnisse am besten befriedigen? Welche Zutaten brauchen Sie? Wo bekommen Sie die her? Sie haben Ihre Vorlieben, Ihr Partner oder Ihre Partnerin hat andere. Aber beide holen sich das, was sie brauchen, um am Ende das zu erhalten, was sie wollen. Und so genießen am Ende Sie Ihre Variante und Ihr Partner oder Ihre Partnerin eine andere. Und obwohl beide unterschiedliche Rezepte genutzt haben, sind beide am selben Ziel angelangt. Sie sind zufrieden und haben ihr Problem gelöst. Mit diesem Pizza-Beispiel möchte ich Ihnen die vier Schritte eines Coaching-Prozesses vorstellen. Schritt 1 ist das Bewusstmachen des Problems oder der Problemsituation. Der Coach fragt auch nach den Gründen, die dazu geführt haben. Man anerkennt somit zuerst mal die Ausgangslage. In unserem Beispiel von eben wäre das, ich habe Hunger. Im Schritt 2 wird bereits vorwärts geschaut. Was will der Kunde stattdessen? Wie soll es neu sein, wenn das Problem gelöst ist? Was ist sein konkretes Ziel und wie ist der Wunschzustand bei der Erreichung? In unserem Beispiel, ich will etwas essen, und zwar Pizza. Und es soll Pizza Fungi sein. Die riecht und schmeckt so gut und fühlt sich gut auf der Zunge an. Sobald dies geklärt ist, geht es über zu Schritt 3, der individuellen Weggestaltung vom Problem zum Ziel. Was benötigt der Kunde selbst ganz konkret, um sein Ziel zu erreichen? Was sind die Zutaten? Wer oder was hilft ihm dabei? Es gilt, den Weg zwischen Problem und Ziel zu planen und hinzuschauen, was man für die erfolgreiche Zielerreichung benötigt. In unserem Beispiel wären das alle Zutaten, die man für eine Pizza Fungi benötigt. Wo erhalte ich die? Habe ich den passenden Ofen zur Verfügung? Kann ich es allein schaffen oder brauche ich Hilfe? Je konkreter und detaillierter die Wegbeschreibung ist, desto größer sind auch die Erfolgschancen. Der vierte und intensivste Schritt im Coaching-Prozess ist die Umsetzung in der Praxis. Auch wenn man als Kunde weiß, was man will und alle Zutaten vor sich liegen hat,
ist noch nicht garantiert, dass alles funktioniert wie gewünscht. Es gilt, aus den gefundenen Erkenntnissen die entsprechenden Erfahrungen zu sammeln, immer wieder auf den Weg zu schauen und diesen vielleicht nochmals anzupassen, neue Erkenntnisse oder Zutaten mit einfließen zu lassen. Dies immer wieder im Austausch mit dem Coach. In unserem Beispiel ist der vierte Schritt also das Backen der Pizza. Was sind denn die größten Unterschiede zur Psychotherapie oder zu einem Training? Psychotherapeuten fokussieren sich in erster Linie auf das Problem und die Vergangenheitsbewältigung. Wo kommt es her, wann hat es angefangen, wer war alles daran beteiligt und so weiter. Wer zum Psychotherapeuten geht, erhält die Kosten meist von der Krankenkasse bezahlt und wird als krank eingestuft. Coaching hingegen würdigt und anerkennt das Problem ebenfalls, legt aber ziemlich rasch den Fokus auf die Zukunft, auf die Lösung und wie man das Ziel erreichen kann. Zu einem Coach gehen Menschen, die eine gesunde mentale Stabilität aufweisen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es Personen gibt, die gleichzeitig in die Psychotherapie wie auch ins Coaching gehen. Die behandelten Themen sind zwar unterschiedlich, ergänzen sich aber wertvoll im Sinne des Kunden. Trainer wiederum haben einen ganz anderen Auftrag. Sie sind Experten in einem Gebiet und geben diese Expertise in Trainings an die Kunden weiter, zum Beispiel in Verkaufs- oder Kommunikationstrainings. Trainer geben entsprechend den Weg vor, den die Kunden gehen können. Im Coaching ist der Kunde der Experte und der Coach nur in Anführungszeichen der Begleiter, der dem Kunden Fragen stellt, um dessen eigene Ressourcen zu aktivieren, Inspiration zu liefern, Feedback zu geben und zu sichern, was für den Kunden stimmt und was nicht. Ein Coach ist kein Berater, Trainer hingegen schon. Viele, die sich heute als Coach anbieten, werden selbst besser beraten, sich als Trainer zu vermarkten. Wenn Sie nun das Gefühl haben, dass Coaching eine Form ist, die Ihnen behilflich sein kann, ein bestimmtes Problem oder eine belastende Situation aufzulösen, dann nehmen Sie am besten gleich mit mir per E-Mail Kontakt auf. Alles Weitere besprechen wir dann in einem für Sie unverbindlichen und kostenlosen Kennenlerngespräch. Vielleicht essen wir dazu ja sogar ein Stück Pizza. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Zufriedenheit im Leben.